In diesem Video geht es nochmal um den eigenen, um den freien Willen. Natürlich habe ich den freien, den eigenen Willen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Wenn jemand mich an den Abgrund stellt und sagt, spring, dann ist es meine eigene Entscheidung zu springen. Es ist einzig und alleine meine eigene Entscheidung. Es sei denn, jemand schubst mich. Und da sehe ich nicht kommen, ansonsten würde ich mich versuchen zu wehren. Aber wenn jemand sagt, spring, und ich springe, dann ist es meine eigene Entscheidung. Dann kann ich wirklich niemandem dafür verantwortlich machen. Ich kann natürlich versuchen, eine Ausrede zu finden, falls ich es überlebe, womöglich schwer verletzt. Dann kann ich sagen, ja, aber sie haben mich gezwungen. Nein, niemand hat sie gezwungen. Man kann sagen, ja, aber ich konnte nicht anders. Ich hatte Angst. Ja, das ist natürlich immer ein Faktor. Die Angst. Welche Angst ist größer? Die Angst, wenn ich so will, zu versagen, das nicht zu tun, was die anderen von mir erwarten? Oder die Angst, womöglich dann schwer verletzt, womöglich behindert oder gar nicht zu überleben, zu springen von einem Abgrund? Ja, jeder sagt jetzt, was für ein verrücktes Beispiel. Aber es ist ein ganz klares Beispiel, was deutlich macht, in welcher Situation wir uns befinden können. Und jeder normale Mensch würde sagen, ja, das ist Blödsinn, natürlich würde ich nicht springen. Würden Sie wirklich nicht springen? Sind Sie bereit für sich, für Ihren Körper, für Ihre Kinder? Sind Sie bereit, für sich einzustehen, das zu tun, was Sie für richtig halten? Einige Zuschauer schreiben mir, ja, jetzt geht alles schnell und so weiter und so fort. Ich will gar nicht mehr drauf eingehen. Und ich sage dann immer wieder, wir haben es selbst in der Hand. Und es ist noch viel schlimmer. Wir haben uns selbst in diese Situation hineingebracht. Und da werden jetzt ganz viele sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das sind die anderen. Das sind diejenigen, die etwas mit uns machen möchten. Nein, wir haben es so weit kommen lassen. Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat. Jedes Volk, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, jede einzelne Seele bekommt auf dieser Erde das, was sie als Herausforderungen sich ausgesucht hat, tatsächlich ausgesucht hat. Welche Herausforderungen sie hier bestehen muss. Das, was wir gerade haben, haben wir uns selbst zugefügt. Niemand anders. Und das muss uns endlich klar werden. Es ist den meisten noch nicht klar. Die meisten schieben es immer noch auf außen. Das haben andere uns angetan und andere wollen dies und andere machen das und andere entscheiden dies. Und es wird wohl eine Lösung kommen. Es wird jemand kommen, der uns rettet. Und ich sage das immer und immer wieder. Womöglich kommt eine Lösung von außen, die Hilfe von außen. Aber die Lösung muss von uns kommen. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Gott hat die Nase voll. Der Schöpfer hat die Nase voll. Er sagt, diese Seelen müssen endlich lernen, ihre Aufgaben zu bewältigen. Ja, so denkt Gott natürlich nicht. Er denkt doch nicht in Sätze, in Worte wie bestrafen. Das ist Quatsch. Das ist uns anerzogen worden. Wir müssen weg, weg, weg von diesem Denken, von diesem anerzogenen Denken. Deswegen bin ich ja auch immer sehr kritisch den Zuschauern gegenüber, die mir sagen, Jesus wird kommen, der Erlöser wird kommen. Es mag sein, dass Jesus kommt. Jeder von uns ist Jesus. Das sollte uns klar sein. Jeder einzelne von uns ist Jesus. Denn jeder einzelne von uns ist ein Kind Gottes, ist Licht, ist das ultimative Licht. Und jeder einzelne von uns hat das ultimative Licht in sich und möchte natürlich noch mehr Licht bekommen. Das hier ist die größte Herausforderung. Ich wiederhole und wiederhole es. Und aus den schlimmsten Stürmen, aus der größten Dunkelheit, kann natürlich auch das größte Wachstum, das größte Licht entstehen. Besser gesagt,
diese Dunkelheit, die wir gerade haben, die ist das Wachstum. Diese Dunkelheit, diese Situation ist das Wachstum. Das ist ganz wichtig, dass wir das endlich verstehen. Und es bringt nichts, immer anderen die Schuld zu geben. Da müssen wir weg davon. Wir müssen wieder die Macht in unsere Hände nehmen. Unsere Seelen müssen endlich wieder lernen, mit Hilfe des menschlichen Körpers, in dem wir ja nur für kurze 100 Jahre auf dieser Erde sind, und es ist eine mini kurze Zeit. Wir müssen tatsächlich lernen, wieder ja, diese Kraft, diese Macht in eigene Hände zu nehmen. Und es wird passieren, glauben Sie mir. Aber es sind immer noch viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass andere für sie bestimmen. Es bestimmt niemand anderes. Wir selbst haben es in Händen. Und wir selbst entscheiden, ob wir etwas mitmachen oder nicht. Und ja, das ist überhaupt nicht einfach. Wie gesagt, aus der größten Dunkelheit entsteht das größte Wachstum. Es wird wunderbar, aber es ist sicher nicht leicht. Eine sehr, sehr große Aufgabe kann nicht leicht sein. Ja, es kann sein, dass wir sagen, wir wollen so dahin dümpeln und weiterleben. Bald ist alles wieder wie vorher. Normal nennen es manche. Nichts wird mehr normal, weil es gibt kein Normal. Alles ist Veränderung. Die ganze Zeit, das ganze Leben ist Veränderung. So wie Sie heute aufwachen, sind Sie gestern nicht aufgewacht. Womöglich ging es Ihnen gestern schlecht mit Kopfschmerzen und was weiß ich. Und heute wachen Sie auf und fühlen sich wunderbar. Oder umgekehrt. Es ist alles Veränderung. Alles, die ganze Zeit. Deswegen fühlen wir uns auch so wohl in der Natur, weil wir da diese Veränderungen sehen können, beobachten können. Der Ozean ist eine einzige Veränderung. Jede Sekunde. Der Horizont, der Himmel ist eine einzige Veränderung. Die Wolken, dann ist es blau, dann ist es grau, dann sind Regenwolken da. Die ganze Zeit eine einzige Veränderung. Jedes Blatt am Baum ist eine einzige Veränderung. Nur wir Menschen, wir möchten keine Veränderung. Es macht uns Angst. Wir finden das nicht schön, aber es ist da. Glauben Sie mir. Und alles andere ist ignorant. Und das hier ist jetzt das, was wir uns zugefügt haben. Wir haben es uns selbst zugefügt. Ich kann nicht jahrhundertelang auf einem Planeten leben. Diesen Planeten, wenn ich es ganz krass ausdrücken möchte, und da sind wir uns alle einig, ohne den ganzen Schwachsinn, den man jetzt versucht in der EU durchzuführen. Wir können nicht den Planeten ausbeuten, Tiere töten, Massentierhaltung. Wir haben es uns selbst zugefügt. Wenn ich Tiere in Massen halte für einen bestimmten Zweck, da kommen vielleicht andere Menschen auf die Idee und sagen, dann können wir auch Menschen in Massen halten für einen bestimmten Zweck. Nicht wahr? Es ist die Mentalität. Es ist das Denken. Es ist das Denken. Und wir haben jetzt die ganz große Chance, aus diesem etablierten, über lange Jahrhunderte weg etablierten Denken rauszukommen und anders zu denken, den Schalter umzulegen und unsere anderen Werkzeuge, wie ich so oft sage, aus der Schublade zu holen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, zu lieben, zu teilen. Ja, Liebe verbreiten, auch den Menschen, die Sie nicht mögen, gegenüber Liebe verbreiten. Bitte versuchen Sie es. Versuchen Sie in einer Diskussion, in einer Auseinandersetzung, von denen es tatsächlich sehr, sehr viele gibt heutzutage, versuchen Sie, statt dem entgegenzutreten mit der anderen Energie, gehen Sie rein in diese Energie, und zwar in Liebe. Sie werden überrascht sein, was passiert. Womöglich können Sie es sich anfangs gar nicht vorstellen, aber es funktioniert. Es funktioniert alles mit Liebe, mit Ruhe. Es funktioniert. Wenn ich dem anderen begegne mit einer ganz anderen Kraft,
dann sorge ich für Spannung und dann ist es klar, dass das explodiert. Aber wenn ich reingehe in diese Argumente, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin, in einer möglichst wunderbaren, sehr ruhigen Diskussion, dann glauben Sie mir, dann wird das funktionieren. Dann wird sich die Situation lösen, ganz leicht, ganz einfach. Wir haben es selbst in der Hand und das muss uns endlich bewusst werden. Bitte, bitte, bitte. Wir haben es selbst in der Hand. Wir können selber entscheiden, was wir tun oder nicht. Und es ist nicht leicht, das sage ich nicht. Kommen noch ganz viele Videos dazu, auch mit Tipps.